There is she, there is she. 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 Hallo ihr Süßen, hier ist Henning Plückebaum und das ist Plückebaum, der Podcast. Und wenn ihr euch gewundert habt, was das für ein Lied ist, there is she, there is she, there is she, there is she. Das ist also, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Und dann auf Deutsch habe ich dann gesungen, da ist sie, da ist sie. Das heißt auf Deutsch, da ist sie, da ist sie. Und das bedeutet, ja, sowas von da ist sie, da ist sie. Ne? Also so irgendwie nach dem Motto. Und das sollte da sein, da ist die, also sie, die Podcast-Folge. Plückebaum der Podcast, sie, also die Folge Plückebaum der Podcast. Da ist sie, die Folge Plückebaum der Podcast. Und dann habe ich das mehrmals wiederholt. Und wie gesagt, dann auf Deutsch auch und dann, ja, ja, und habt ihr den Rest habt ihr gehört. So, das sollte jetzt ein Einstieg sein, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen peppiger ist. Man sagt ja immer, es muss ein bisschen peppig sein. Der Carlo, der hält mir das immer vor, heute ist Samstag, zum Zeitpunkt, als ich das aufgezeichnet habe, diese ganze Apparatur, da habe ich mich mit Carlo getroffen und Carlo wirft mir immer gerne vor, dass ich so altmodisch bin. Aber das wirft er mir komischerweise dann vor, nachdem ich gesagt habe, dass ich so altmodisch bin. Also das ist praktisch eine Anthroposie, also praktisch, das ist ein Fachwort für Anthroposie. Wenn man etwas, das ist ein Fachwort und das heißt eigentlich, ich erkläre es kurz, mein Gott, warte doch einmal ganz kurz einen Moment ab, bis ich das erklärt habe. Braucht ihr nicht immer, ich weiß doch, dass ihr das nicht wisst. Das ist ein, wo war ich jetzt gerade? Punkt. So, und er wirft mir immer vor, dass ich so altmodisch bin und ich habe so bestimmte Sachen, falls ihr euch fragt, wie ich an diese streamigen Sachen da so rangehe, an diese Ideen und so. Bei mir ist das oft so, ich habe so ein Bild vor Augen und dann denke ich drüber nach und merke, dass es keinen Sinn ergibt und dann muss ich dieses Bild irgendwie in so eine Umgebung bringen, die halt dann irgendwie Sinn ergibt. So. Manchmal ist es so, manchmal ist es auch so, dass ich natürlich total sinnvolle Ideen habe, wo dann alles gleich feststeht und so. Das ist natürlich sehr oft so. Aber manchmal habe ich halt auch nur Ideenfetzen, so Fragmente und die ergeben dann erstmal gar keinen Sinn. Meine Idee zum Beispiel ist, oder mein Bild, was ich so habe, ist, dass ich irgendwo stehe, am besten mit Carlo zusammen, dass wir irgendwo stehen und so streamen und beide so ein Fernsehmikrofon in der Hand haben. So, das ist mein Bild. Was das jetzt für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Weil wir haben ja diese DJI-Mikrofone, die ja ganz üblich sind eigentlich, so diese Krawattenmikrofone. Lavalier-Mikrofone, so heißen die. Hong, Lavarale, Hong, Lavara, Lavara, Lavare. Und dann gibt's ein Lied von das heißt also das heißt sowas wie Mikrofon, Lavalier-Mikrofon am Lavré, also am Hemdkragen, Lavalier-Hemdkragen, klemmt am Hemdkragen, also Lavalier, Vengeance, Lavalier, also klemmt am Hemdkragen, und nimmt das gesprochene Wort auf, so, Schrägstrich Gesinge, also Gesang. In Klammern, wenn man singt. So, das ist das Deutsch, die deutsche Übersetzung von diesem Lied, was ich da gerade gesungen habe. L'ange de Vore, l'ange de Vore, l'ange de Vore, l'ange de Vore,
Doch pour, doch bon amour, doch bon amour, j'en sais pas quand am Allah, je me mag, mal sind es morgen, sind es noch morgen, 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 weil es ist. Sowas. Also Hemd, hängt, klemmt am Hemdkragen und nimmt auf das gesprochene Wort in Klammern oder auch der Gesang. Den Gesang. Nee, slash und auch den Gesang in Klammern, wenn benötigt. So. Und das, was ich jetzt dann gesungen habe, ist, es nimmt auf, so fein, so gut, so hell die Töne und so dumpf die dumpfen Töne. Weil es naturgetreu aufnimmt und wiedergibt. In Klammern, die Wiedergabe entspricht der Formatierung der Boxen slash des Kopfhörers innen. Und das ist die halt das alte Chansonlied gewesen. So. Was wollte ich jetzt eigentlich, genau. Und dieses Bild habe ich vor Augen, Karl und ich stehen mit einem Fernsehmikrofon. Ah, nee, genau, da waren wir ja schon. Wollte eigentlich sagen, ich habe das Lavrie-Mikrofon. Dieses das alte Chansonlied, kennt ihr ja alle. Lavrie-Mikrofon haben wir von DJI und die sind halt ganz klein. Und ich weiß ja, im Internet, wir jungen Dingers, wir rennen alle mit diesen DJI-Mikrofonen rum, die ja eigentlich dafür gemacht wurden, um irgendwo dran geklemmt zu werden, am Krawattenmikrofon, also an der Krawatte, deswegen heißen sie auch Krawattenmikrofone. Und Lavalier ist ja praktisch die Übersetzung, Krawatte auf Französisch heißt ja Lavalier auf Deutsch, so, und darum heißen die Lavalier-Mikrofone, weil sie ja an der Krawatte befestigt werden normalerweise. Aber die jungen Dinger, die sagen sich, was kostet die Welt? Und ich bin wie Pippi Langstrumpf, mache ich sie mir, als wie sie mir gefällt, das sagen die jungen Leute. Und darum tragen die einfach eine Hand. So, also die benutzen diese Krawatten, diese Lavrie-Mikrofone. La Javari, La Javarama, La Janamari. Chansonlied gewesen. Und das tragen die nicht an der Krawatte, also Lavalier-Krawatte, le Cravalier-Relais, sondern in der Hand. Und ich finde das irgendwie unstimmig. Und ich bin einfach so ein alter, ich muss euch jetzt nicht sagen altmodisch, weil das ist natürlich, klingt natürlich ein bisschen zu negativ. Und das möchte ich natürlich in meinem eigenen Podcast nicht benutzen, dass ich jetzt hier so negativ dastehe. Deswegen sage ich einfach nur, ich bin so ein Fernsehkind. Ich liebe Fernsehen. Ich habe Fernsehen immer geliebt. Ich wollte immer früher als Kind. Ich habe schon Mikrofone gehabt als Kind. Es klingt albern, es ist so. Ich habe immer Mikrofone gehabt als Kind, die ich immer auch so in der Wohnung mitgetragen habe. So. Und ich habe Jürgen Fliege geliebt, die Talkshow Jürgen Fliege, weil Jürgen Fliege eine ganz besondere Art von Mikrofonen hatte. Und zwar so ein, das war recht üblich, so ein silbernes Mikrofon, was in der Mitte so eine blaue, manchmal auch schwarze, so einen schwarzen Ring hatte. Und das habe ich geliebt, das war mein Lieblingsmikrofon und ich hatte so ein ähnliches, so ein entfernt ähnliches und ich habe es immer geliebt und ich liebe einfach Mikrofone und ich liebe Fernsehen mit diesen Mikrofonen. Und einmal war der WDR bei uns im Park, neben der Schule gibt es so einen Park und da war der WDR und der hat so eine Außenreportage gemacht. Es war Winter und dieser Reporter hatte so ein Mikrofon mit so einem Windschutz, was so länglich war und in der Mitte war so eine Aussparung. Da könnte so ein farbiger Ring kann da dran gemacht werden noch. Kann ich schlecht beschreiben, aber so war es halt, mein Gott, so war es halt. Und der hatte dieses Mikrofon, blauen Windschutz. Und da stand WDR drauf. Und da war ich so fasziniert. Und der hat das dann immer, wenn, die haben keine Live-Übertragung gemacht, sondern irgendwas gedreht dann. Und der hat in den Drehpausen dieses Mikrofon einfach in die Manteltasche gesteckt. Das fand ich so imposant, dass man so ein teures Mikrofon einfach in die Manteltasche steckt. Und das habe ich immer noch vor Augen. Und ich bin halt so ein Mikrofonliebhaber innen und außen. Und deswegen habe ich diese Vorstellung und ich
Deswegen finde ich diese Lavalier-Mikrofone einfach gehören an eine Krawatte. Ich stör mich schon daran, dass die so klobig sind, weil im Fernsehen sind es halt so filigrane Dinger. Aber okay, gibt halt, man kann halt noch so ein kleines Lavalier-Mikrofon an diesen Sender machen. Ist mir zu kompliziert. Ich akzeptiere, dass das jetzt nicht so wahnsinnig toll aussieht. Aber was ich nicht akzeptiere, sind halt die, mein Gott, mache ich jetzt wirklich eine Lavalier, eine Folge ausschließlich über Lavalier-Mikrofone? Wie langweilig ist das denn? Wie nerdig ist das denn? Mein Gott, oder? Die Massen, die sind ja gelangweilt, oder? Ich muss eigentlich wieder über Coca-Cola reden und über das neue Deo von Luciano, von Axe. Darüber müsste ich reden, oder? Habe ich heute geguckt im Laden. Haben sie nicht gehabt. Ist eine Special Edition von Luciano. Die Axe, das Axe-Deo. Heißt Luciano. Hat so eine Kette. Ist schwarz. Hat so eine, oh Gott, da bin ich ganz ernst auch, ne? Beschreibe ich auch, wie das aussieht, als wenn das irgendwas nützen würde. Naja, das ist halt live, das lieben die Leute. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich war immer noch nicht fertig mit meiner Lavalier-Story. Und ich möchte es nicht akzeptieren. Deswegen baue ich jetzt ein Mikrofon, wo man, also eine Halterung, eine Hülle, was so aussieht wie stinknormales Reporter-Fernsehmikrofon, wo man dann dieses Lavalier-Mikrofon von DJI einfach reinklemmen kann. Und da war ich gerade im Baumarkt, da habe mir was gekauft, das wird auch gut. Da zittert meine Stimme. Naja. So. Und was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich, worum soll es eigentlich ursprünglich gehen? Ach ja, genau, wollte ich eher darüber sprechen, ähnlich interessant. Ich habe am Freitag meinen Küchenstream gemacht und ich war sehr zufrieden, weil ich viel zu selten in der Küche bin, obwohl die ganz neu gemacht wurde und fast fertig ist sogar. Und diese Küche sollte eigentlich so ein Ort sein, wo man sich mal so hinsetzen kann, die auch einfach schön ist von der Atmosphäre her und gemütlich. Da steht ein Sofa und ich wollte da eigentlich viel öfter sitzen. Ich habe aber keine Gelegenheit, dass man einfach irgendwo sitzt, außer ich sitze an meinem Schreibtisch, Ansonsten sitze ich dann abends, wenn ich einen Feierabend habe und mit allem fertig bin vom Fernseher und ich sitze nicht, ich habe jetzt keine Verwendung, da in der Küche zu sitzen, habe ich gar keine Idee, was ich da machen soll. Naja, auf jeden Fall finde ich die Küche schön und so und ich bin da gerne eigentlich und dann dachte ich mir, ja, so einen schönen, chilligen Küchenstream zum Freitagabend, zum Wochenende, einfach so chillig mal in der Küche mit den ZuschauerInnen einfach so ein schönes Zeit verbringen. So. Und das habe ich geschafft, das habe ich gemacht. Und es war wirklich ein chilliger, schöner Stream. Es ist für mich immer noch ungewohnt, weil ich ja sonst aus dem Studio immer raus so Art Performance mache. Es ist ja eigentlich jetzt kein normaler Just-Chatting-Stream, wo man da sitzt und irgendwo irgendwas guckt und dann sich so unterhält und so. Sondern es ist ja eher so eine Art Performance. Und darum ist es ein bisschen ungewohnt für mich, halt keine Performance zu machen und so einen Stream zu machen, den ich mir eigentlich gar nicht angucken würde. Ich würde jetzt nicht so einen Stream gucken, wo jemand in der Küche steht und irgendwas brutzelt und dabei so chillig irgendwie sitzt und sich mit den Leuten unterhält. Das ist mir zu langweilig und deswegen dementsprechend ist es halt auch für mich was Komisches, etwas zu machen, was ich eigentlich gar nicht gucken will. Da fehlt das Gefühl so für, ob das wirklich gut ist. Aber ich habe mich wohlgefühlt, es war entspannt und es war wirklich auch für mich eine schöne Zeit. Und da habe ich etwas gemacht und jetzt haltet euch fest. Eigentlich wollte ich die ganze Podcast-Folge davon schwärmen, aber mein Gott, jetzt ist es halt eine Podcast-Folge über Lavalier-Mikrofone geworden. Also wirklich was Langweiligeres und Nischigeres. Also selbst irgendwelche Nerds und LiebhaberInnen von Lavalier-Mikrofonen würden, glaube ich, sich keine ganze Podcast-Folge über Lavalier-Mikrofone anhören, so wie ich das heute gemacht habe. Mein Gott. So, und worüber ich eigentlich reden wollte, ist, man isst ja Brot. Und da tut man sich ja Butter drauf tun. Und dann tut man sich da irgendwie Käse drauf tun oder irgendwie einen anderen Belag drauf tun. Aber geröstetes Brot oder frittiertes Brot meinetwegen, in der Pfanne so geröstet, das ist ja der Himmel auf Erden. Und das isst man ja eigentlich
oder viele essen das ja, ich gehe mal davon aus, dass es viele so einfach nur so machen. Also weil ich das so mache, denke ich mir, machen andere, alle anderen auch so. Eigentlich nur in Restaurants, so Bruschetta oder so. Oder wie Carlo wahrscheinlich sagen würde, Bruschetta, weil der spricht ja auch die Köttbullar Chöttbullar aus. Das ist halt total lächerlich. Da sieht man mal auch einmal, was in so einem Kopf einmal so, wenn man so vorgeht, was man wirklich so gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ne? Naja, man liebt, also es ist ja was ganz Besonderes, so in Restaurants geröstetes Brot zu essen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich immer so ein No-Go, weil das ja so fettig ist und so. Aber dann dachte ich mir, wenn man Butter aufs Brot macht, dann kann man das auch in eine Pfanne tun. Und dann benutzt man nicht mehr Öl, nicht mehr Fett, hat dafür aber ein geröstetes Brot. Also die Köstlichkeit auf Erden, das habe ich im Stream gemacht, mit so einem Rührei dazu. Vom Zirkusboxer Henry Maske, so ein Spezialrezept, das Carlo mir gezeigt hat im Stream, in unserem gemeinsamen Küchenstream. Und ich habe es halt in meinem letzten Freitagsstream nachgekocht. Wahnsinnig leckeres Rührei, sanft gerührt, ohne das Feuer zu salzen und so, einfach so sanft rühren. Und bevor es dann so vollständig so fest wird, ein bisschen Sahne drauf und dann aus der Pfanne tun. Da habe ich so ein ganz cremiges, pappiges, puddingartiges Rührei. Unglaublich lecker. Und da drauf dann, darunter dann das geröstete Brot. Unglaublich lecker. Wirklich, ich habe im Stream, bin ich hinten rüber geschlagen, fast vom Stängel gefallen. Und es ist ja immer so, wenn man im Stream so überschwänglich so irgendwas lecker findet, dann wird einem ja meistens so unterstellt, dass es so eine Show ist. Aber es war wirklich keine Show. Es war wirklich unglaublich lecker. Leute, probiert das aus. Probiert das aus. Brot, Butter drauf, wie es sonst immer schmiert. Und dann in eine Pfanne braten und da drauf dann das Rührei. Nach dem Rezept von Henry Maske. Es ist wirklich, und ein bisschen Salz drauf und so, es ist wirklich unglaublich lecker. Unglaublich lecker. Wirklich keine Übertreibung und auch keine Show. Es ist wirklich unglaublich lecker. Mit diesem Geschmackserlebnis, mit dieser Geschmacksexplosion, also mit dieser Beschreibung der Geschmacksexplosion, entlasse ich euch in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Kommt mir das jetzt wieder hoch? Nee, aber ich habe einen Energy drin getrunken. Meine Aufstoßerei ist entschuldigt, ich habe einen leckeren Energy drin getrunken. 0,5 Liter. Und jetzt, genau, wenn ihr Lust habt, Dienstag, Magazini-Stremi, wieder schöne Sachen vorbereitet, denke ich. Einen tollen Liebling der Woche. Ich freue mich da schon seit, glaube ich, 2 Wochen drauf, diesen Liebling der Woche zu haben. Er ist ein Liebling der Woche für mein Leben. Und Mittwoch, wieder auf dem Carlotronic-Kanal, gegen 16 Uhr, sobald der alte Mann die ganzen Kabel da zusammengeschraubt hat, ja, Ich bin immer so jung, ich sitze immer daneben und warte, bis der alte Mann das Technische überwunden hat, den Kampf überwunden hat und weil ich ja so jung bin, einfach so ganz frech Kaugummi. So machen wir das jungen Dinger. Mit so einer Blase, die ich dann auch immer so und so, na, es ist wirklich, also es ist eine Craziness, eine Coolness da, aber unglaublich. Naja, Mittwoch auf dem Carlotronic-Kanal, Donnerstag dann wieder, gucken wir, Mary. Um 16 Uhr und Freitag ist der Küchenstream wieder am Start. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Arrivederci, euer Hennig Blöckefüch. Dieser Podcast von Henning Glückebaum, der Podcast, ist eine Produktion von Produktion Glückebaum, Produktion und Kommunikation. Mehr über Henning Glückebaum gibt's im Internet. http://www.glückebaum.com